Hallo und herzlich willkommen. Ich wollte euch eigentlich nicht mehr mit Autosachen langweilen, aber das hier ist wichtig. Und zwar, seht ihr das hier gerade? Und zwar, wie ihr wisst, habe ich in meinem Auto ein Bett drin und habe keine Sitze mehr. Aber da wir bald zu dem Konvoi aufbrechen wollen, brauche ich Sitze. Deswegen werden wir diese jetzt hier auf diesem Schrottplatz vom Wrecker ausbauen. Nachdem wir dann gestern die Sitze erfolgreich aus diesem uralten Pajero ausgebaut haben, der wirklich schon ganz schön verranzt aussah, kam dann auch per Post meine Leitbar. Die hier, wie ihr gerade hier sehen könnt, sie ist 1 Meter lang und ich werde sie vorne an meinem Roofrack befestigen. Und zwar zeige ich euch gerade mal wo. Und zwar da hinter mir gibt es die ISO gerade ein bisschen hell. Alles ist weiß, kein Problem. Hinter mir da an dem Roofrack, hier unten werde ich sie befestigen, unten drunter. Und ich werde jetzt gleich mal Zeitraffer machen, wie ich sie dort befestige. So, und damit habe ich jetzt mal nochmal 80 LEDs mehr an dem Auto. Das ist schon mal noch eine ganze Menge. Ich denke mal, ich werde genug sehen können dann. Also ich hoffe es. Ich denke es auch. Und damit habe ich jetzt hier unten die beiden, diese beiden hier, den da und den da. Plus da oben die anderen. Allerdings habe ich jetzt noch eine weitere Sache bei eBay bestellt, die heute gekommen ist. Die habe ich jetzt leider gerade nicht hier. Die habe ich schon zum Mechaniker gebracht, damit der alles vorbereiten kann. Um mit so einem Auto durch tiefes Wasser fahren zu können, braucht man einen sogenannten Schnorchel. Und zwar wird dieser hier reingehen. Das ist so ein schwarzer, eigentlich ist es so eine Art Rohr. Das geht hier entlang und dann hier hinten hoch. Muss kurz scharf stellen, so. Und hier oben ist dann so ein Luftansaugeteil und dann geht es hier unten rein. Dadurch kann man durch relativ hohes Wasser fahren, ohne dass der Motor kaputt geht und irgendwelche Schäden davon trägt. Und das wird jetzt auch demnächst noch installiert. You love it? Ja. You know I'm lying. But... So, hier ist dieses Relais. Da müssen wir jetzt gerade die Kabel noch nach innen reinlegen, was er gerade macht. Und er liebt es. Ja, ansonsten ist alles angeschlossen. So sieht es jetzt aus, wenn alles an ist. Leider noch die Motorhaube offen. Aber man kann eigentlich schon gar nichts mehr sehen wegen der Linse, weil einfach viel zu hell ist. Und hier unten haben wir die anderen Spotlights. Die sind eher für die Ferne und die da oben ist es eher für die Weite. Aber auf der Straße sollte ich jetzt erstmal keine Probleme mehr haben. Nachdem ich jetzt die Sitze aus dem alten Auto ausgebaut hatte, müsste ich natürlich hier rein. Und so sieht mein Auto gerade aus. Und zwar habe ich noch diese Stützen da drin. Das muss ich mir jetzt irgendwie wieder überlegen, dass ich da draußen ein Bett baue. Dann wieder mit Sitzen. Aber erstmal müssen die Sitze hier rein. Hinten werde ich das Bettgestell mehr oder weniger lassen können und nur vorne, wo die Rücksitze halt eben wieder reinkommen, muss ich umbauen. Und Mathieu, der eine Franzuski, guckt keine Ahnung was. So, jetzt habe ich hier gerade mal die Matratze rausgenommen und ich weiß nicht mehr. Ich wusste nicht mehr, dass das hier drin so aussieht. Einfach so eine Platte. Und wenn ihr mal hier guckt, seht ihr, dass das hinten links ein bisschen hoch geht. Das hatte ich auch total vergessen, weil ich damals mit Augenmaß gebaut habe. Bisschen dumm, aber hat immer funktioniert. Ich kann eigentlich jedem nur empfehlen, der ein Bett haben möchte, was fest ist, wie das hier. Also wenn man nur mit 2 Personen reisen möchte, ist das perfekt, dass man das so fest einbaut. Ansonsten würde ich das Bett so bauen, wie ich es beim Ruven gemacht habe oder wie wir es beim Ruven gemacht haben. Und ich werde euch die Links mal in die Beschreibung packen, dass ihr das sehen könnt. Also ich habe das Bett ja damals selbst reingebaut und das andere auch. Deswegen könnt ihr euch das beides mal angucken, wenn ihr ein Bett ins Auto bauen wollt. Und dann wisst ihr, was besser für euch ist. Also ich weiß nicht, ob ich euch am Anfang für ein Video gezeigt habe, wie dreckig der Sitz war. Auf jeden Fall ist er jetzt nicht mehr so dreckig. Das Einzige, was jetzt noch ist, hier dieser Ring hier, da lag der Ventilator vom Kühlsystem, vom Motor drauf, genauso hier vorne. Das muss ich jetzt noch sehen, wie das weggeht, vielleicht mit der Zeit, weil es lag wirklich die ganze Zeit da drauf, 1 Jahr lang. Und das habe ich jetzt erst weggetan. Aber die Sitze an sich sind jetzt mega sauber. Ich habe jetzt hier so ein Zeug drauf gemacht. Hier das Zeug, das ist eben zum Autoputzen. Kmart, $4, bestes Zeug. Und auch von hier hinten sieht es eigentlich gar nicht schlecht aus. Echt cool, dass ich wieder jetzt 5 Leute mitnehmen kann. Guten Morgen. Es ist schon wieder Ewigkeiten her, dass ich ein Video hochgeladen habe. Und es tut mir wirklich leid. Ich versuche die ganze Zeit Videos hochzuladen, aber ja, ich komme einfach zu nichts. Ich hatte jetzt so viel Arbeit mit diesen Autos, wie ich schon öfters gesagt habe jetzt in den Videos. Und bin auch gerade dabei, den roten zu verkaufen. Jetzt kommen ein paar Leute und gucken sich die Autos an, also das Auto an. Und wir gehen heute mit der gleichen Crew, die wir das letzte Mal waren, als wir in dem Highbury Quarry waren. Gehen wir heute nach Adelaide und drehen ein neues Video. Bin mal gespannt, wie das wird. Und ansonsten könnt ihr hier sehen, ich habe meine Kette wieder. Meine alte war kaputt gegangen, mein Bruder hat mir eine neue geschickt. Deswegen bin ich sehr dankbar, Bruder, dass du mir eine neue geschickt hast. Jetzt kann ich wieder schön mit Stolz tragen. So, und ansonsten viel Spaß